Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nord Stream 1 abgeschaltet. Wegen der jährlichen Wartungsarbeiten wurde der Gasfluss aus Russland am Morgen eingestellt. Laut Betreibergesellschaft soll das Gas am 21. Juli wieder fließen. Bundesregierung und Netzagentur befürchten allerdings, Russland könnte den Gashahn nach Abschluss der Wartung nicht wieder aufdrehen. EU empfiehlt zweite Corona-Auffrischungsimpfung für Ältere. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass alle über 60-Jährigen und alle gefährdeten Personen so schnell wie möglich eine zweite Auffrischungsdosis erhalten, sagte die EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides. Regierungslager gewinnt Oberhauswahl in Japan. Die LDP von Premier Kishida holte nach Auszählung aller Stimmen 63 der 125 neu zu vergebenen Mandate. Kishida kündigte nach dem Wahlsieg an, das Militär in Japan zu stärken. Das war auch eines der Ziele des am Freitag erschossenen Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Weltbevölkerung wächst langsamer. Erstmals seit Beginn der Aufzeichnung ist die Wachstumsrate auf unter 1% zurückgegangen. Das meldet die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung unter Berufung auf die jüngsten UN-Zahlen für 2020. Die Marke von 8 Milliarden Menschen könnte im November geknackt werden. Hunderte Menschen in Vorgebirge der Anden eingeschneit. Mehr als 400 Touristen und Fernfahrer sitzen dort bei Temperaturen von minus 10 Grad auf einem Gebirgspass an der Grenze zwischen Chile und Argentinien fest. Die Rettungsarbeiten dort dauern noch an. Das Wetter im Südwesten sowie nordöstlich der Elbe sonnig, sonst überwiegend Wolken. Hier und da regnet es. Höchstwerte 17 bis 28 Grad.